Neben mir steht Carlo von Tiedemann. Und Zauberkünstler Kevin Königer. Sehr gut, Carlo. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Sehr gerne. Und zwar gucken wir mal eben dazu. Hier, darf ich mir die kurz ausleihen? Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Ich zeig's einmal in die Kamera. Weiße Kopfhörer. Ja. Nimm die einmal ganz kurz, Carlo. Ja, die gehören ja. Überprüf die einmal. Ja, sind die wirklich. Das sind ja unsere hier. Ja, ja, genau. Okay. Sind die in Ordnung? Ja, sind in Ordnung. Genau. Sind in Ordnung. Ja, klar, okay, sehr. Pass auf. Ich würde dir gerne etwas Magisches zeigen. Und zwar machen wir jetzt den Tausch. Eine Schere, hier kommst du. Schere. Und ich nehme die Kopfhörer. So, ich nehme die Kopfhörer, stell dich noch mal ein bisschen darüber. Mhm. So, ich nehme die Kopfhörer und wir machen das jetzt so. Wir nehmen die Kopfhörer zur Hälfte. Kann man sehen, ne? Ja. Und ich möchte, dass du jetzt einmal hier oben durchschneidest. Nee, ehrlich? Kann man sehen? Die Kopfhörer durchschneiden? Ja. Okay, sehr gut. Schere kannst du einmal weglegen. Oh, die Scheiße. Einmal für die Kamera, kann man sehen, ne? Dann stecke ich die Kopfhörer hier nur rein. Und jetzt möchte ich, Carlo, dass du das Ende einmal festhältst. Ja. Ganz vorsichtig und das Ende. Ja. Sehr gut. Achtung, pass auf. Jetzt drücken wir die nur so ein bisschen rein. Und wenn jetzt so ein bisschen pustet, dann. Hä? Was ist denn das? Hallo? Die waren doch eben zwei Enden. Was? Nicht schlecht, oder? Alter! Nicht schlecht. Und die funktionieren jetzt sogar wieder. Die funktionieren sogar wieder. Kann ich wegschmeißen? Ja, oder wieder dahin. Den, genau, damit genau. Das bloß ja, nicht auffällt. Ja, ich würde. Donnerwetter, Kevin, da muss ich sagen. Schon nicht schlecht. Alter. Schon nicht schlecht. Aber ich würde jetzt gerne noch einen Schritt weiter gehen. Nein. Doch. Doch, los, mach, Alter, mach. Und zwar würde ich gerne die Stärke deiner Vorstellungskraft testen. Oha. Okay? Aber ich habe hier etwas mitgemacht, und zwar ein Kartenspiel. Achtung, ich zeige es einmal. Verschiedene Karten. Carlo, ich möchte gerne, dass du jetzt eine Karte nimmst. Ziehe. Genau, also, irgendeine? Ja. Sehr gut. Bevor du jetzt die Karte in die Kamera zeigst, möchte ich, dass du diesen Stift nimmst und vorne deinen Namen ganz groß drauf schreibst. Ja, okay. Ich drehe mich weg. Ja, zeig es dann noch einmal der Kamera. Ja, bitte. Dreh mal weg. Mein Name. Stift kannst du dann irgendwo hinstellen? Ja, komm, ja, okay. Habe ich. Sehr gut. Okay. Ja. Kann ich mich umdrehen? Dann kannst du umdrehen. Okay, sehr gut. Jetzt machen wir das so, jetzt heben wir einfach ab. Jetzt legst du die Karte einfach mal hier rauf. Soll ich sie noch vor in die Kamera zeigen? Ich kann sie auch sehen, ja. Zeig mal. Okay. Zeig noch, hast du die Kamera gesehen? Ja, genau. Zeig noch mal einmal. Ja. Okay, drauflegen. Einfach drauflegen. So. Achtung. Streck mal deine rechte Hand aus. Ja. Leg die Karten rauf. Geh nochmal ein Stück zurück. Ja. Schau mich einmal an. Und stell dir jetzt nur vor, dass wir jetzt nur in deinen Gedanken, ja. ein Kreuz auf die Rückseite deiner Karte machen. Okay? Wir malen jetzt mit einem Stift ein Kreuz auf die Rückseite deiner Karte. Nur in deinen Gedanken. Ja. Und dann zeige ich dir, dass das Wirklichkeit ist. Wenn wir die Karte nehmen. Nie im Leben. Und wir die einzeln so durchgehen, pass auf. Dann einmal für die Kamera. Zeigen wir mal ganz kurz. Eine Karte hat ein Kreuz. Wir warten noch erstmal ab. Alle anderen Karten haben kein Kreuz. Ach, das gibt's nicht. Carlo, streck mal deine rechte Hand aus. Und es ist nicht irgendeine Karte, sondern. Alter! Donnerwetter, Kevin! Donnerwetter! Wahnsinn, ich bin fertig! Oder? In meinem Alter ist es nicht ungefähr. Pass auf, aber ich würde gerne noch zum Abschluss, pass auf, streck mal aus. Ja? Ach, pass auf. Jetzt kriegst du deine Karte. Jetzt mach keine Scheiße. Genau so bleiben, genau so bleiben. Das gibt's nicht erst. Jetzt das Kreuz weg, jetzt erschieße ich. Das Kreuz mit deiner Karte, pass auf. Jetzt stellst du dir noch einmal vor. Ja. Wie die Karte verschwindet. Deine Unterschrift geht langsam weg. Jetzt geht langsam die Farbe der Karte weg und der ganze Wert. Pass auf, Achtung. Dreh mal jetzt langsam und schau mal nach. Das Betrug, Polizei, Bundesgrenzschutz. Das ist ja unfassbar. Alter! Vielen geil, Dank. Kevin. Dankeschön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und Gold. Diese Karte darfst du jetzt sogar behalten als kleines Geschenk. Sehr gerne. Dass du dich immer an unsere gemeinsame magische kurze Zeit erinnerst. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank. Ich danke dir.